Moin, moin, ihr Knickerbocker-Bandenmörder und willkommen zurück zu Crash Team Racing. Heute mit einem gut gebauchten Sack und mit dem Dr. Zwiebelotter. Und wir werden jetzt in die kleine Arena fahren und uns hoffentlich den gelben CTR-Chip holen. Ich habe es noch nicht vorher geübt und bin mal gespannt, was das hier wird. Wo wir das Rennen das erste Mal gefahren sind, damals, um den Pokal zu holen, hatten wir hier, glaube ich, ein paar Probleme. Ich glaube, es war ganz, ganz knapp am Ende, gerade soeben noch gewonnen. Irgendwie so war das, oder? Oder es war so, dass es ganz, ganz knapp war und wir gerade soeben noch verloren hatten. Eins von beiden. Auf jeden Fall war es sauknapp. Und ich glaube, ich habe es gerade so eben geschafft, das Rennen zu gewinnen, wo wir damals den Pokal geholt haben. Da habe ich Glück gehabt wie ein Schwein. Das war auch, glaube ich, die Folge, wo mein Monitor ausgegangen ist und ich keinen Plan hatte, wieso, ne? Ich glaube, ja. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich gerade irgendwie weggerutscht. Haha, das war doof. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier den Game CTR-Chip holen und uns ein bisschen vergnügen. Und das versuchen wir jetzt natürlich. Und, oh, danke, 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 danke. Dadurch, dass hier die Hugel sind, kriege ich das wahrscheinlich nicht... Doch, habe ich noch. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe es wahrscheinlich nicht, die Kiste loszuwerden, aber hat doch noch geklappt. Haha. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Letzte Folge haben wir ja ganz gut 3 CTR-Chips geholt. Gab zwar ein paar Probleme, besonders auf der Schneestrecke, weil ich euch eine Abkürzung zeigen wollte und das nicht so ganz geklappt hat, wie ich wollte. Habe ich ein bisschen blamiert. Aber wir haben 3 CTR-Chips geholt letztendlich letzte Folge, was ich sehr schön finde. Und deshalb hoffe ich mal, dass wir heute wieder so erfolgreich sind und auch wieder 3 CTR-Chips holen werden. Vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher als letzte Folge, ohne auf einer Strecke so oft zu verkacken wie auf der Schneestrecke. Dann wäre es noch geiler. Moin. Aber mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So. Bisher habe ich aber erst einen Buchstaben gesehen, den habe ich nicht mal bekommen. Und da ist der zweite. Gut, wenn man vom Teufel spricht, ne? Dann kriegt man ihn auch. So. Es ist gar nicht so leicht hier aufzuholen. Ich bin die ganze Zeit 5., 6. Platz, relativ weit hinten. Und genau da, wo ich eine Maske kriege... Da ist das R, das hätten wir auch. Genau da werde ich natürlich von so einem Mistvieh getroffen. Sehr schön. Natürlich nicht sehr schön. Aber dank der Maske konnte ich wieder ein bisschen Zeit wettmachen. Bin jetzt wieder hier auf meinem 5. Platz. Und hoffe, dass das T, dass wir das hier noch irgendwie gewinnen können. Das sieht gerade gar nicht so gut aus. Aber da ist wieder eine Maske. Eine Maske ist immer sehr geil. Da kriegt man so schön viel Geschwindigkeit. Kann richtig geil aufholen und die anderen Gegner alle weghauen, wie die Saftsäcke. Das freut einen natürlich immer. Und mich erst recht, ja. Gut, da haben wir jetzt wieder einen 3. Platz drin in der Tüte. Und wieder eine Maske. Was ist denn hier? Ich kriege ja nur noch Masken gerade. Das freut mich natürlich sehr, aber ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, hier so viele Masken zu kriegen. Da mag mich wohl jemand. So. Jetzt müssen wir natürlich noch gewinnen. Die Buchstaben haben wir alle. Jetzt geht es nur noch darum, den Sieg zu holen. Was natürlich machbar ist. Wir sind Zweiter, müssen nur noch einen Platz aufholen. Aber wie gesagt, die Strecke ist auch relativ fies. Hier wird man sehr leicht eingeholt, vor allem, wenn man so schlecht fährt, wie ich das gerade tue. Und da muss man sich dann schon ein bisschen ins Zeug legen, ne? Wenn man da Erster werden will. Aber ich habe mich ins Zeug gelegt. Ich liege gerade mittendrin und bin Erster geworden. Jawohl. So. Dann müssen wir das nur noch halten, den ersten Platz. Und das wird natürlich nochmal eine Herausforderung. Ich bewahre mir mal meine Rakete auf. Da werde ich mit Sicherheit gleich noch einen vom Kopf schießen müssen. Haben wir ja auch letzte Folge in den Drachenminen so gemacht und uns dadurch noch den Sieg geholt, dank der Rakete. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gewonnen. So, wer ist denn da vor mir? Irgendwo ist einer vor mir gewesen gerade. Da, ach, der Polarbär wieder. Den kann ich ja gar nicht leiden. Zack, weg mit dir. Ich hasse ihn. Er hat mir schon so auf den Sieg verbaut, weil er mich irgendwie abgeschossen hat. Oder mir eine Nitro-Kiste vom Kopf geworfen hat. Oder eine Flasche vom Kopf geworfen hat. Was auch immer. Dieses kleine, blöde Mistvieh hat mir schon so auf den Sieg gekostet, dass ich ihn am liebsten gleich umbringen würde. Wirklich. Wirklich, sofort. Wenn ich nur an ihn denke, werde ich schon sauer. Dieses kleine Schwein. Dabei ist es nicht mal ein Schwein, es ist ein Bär. Aber es sollte ein Schwein sein. Ich hasse das Vieh. Ich hasse das. Total. So, an alle Schweinebesitzer von euch. Ich mag eure Schweine ja auch, aber das ist ein Mistvieh. So. Das war jetzt doof. Och nee. Ja klar. So kurz vor Ziel mal wieder eingeholt werden von 2 Leuten auch noch. Als wenn einer nicht reichen würde. Und dann kriege ich nur eine blöde Flasche. Da mag mich wohl einer doch nicht so sehr. Ach du Scheiße, wird das jetzt knapp. Es sieht sehr schlecht für mich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Sogar sehr, sehr schlecht. Und die klauen mir noch beide die Kisten weg. Och, nee. Nee, nee, macht das mal nicht. Lasst mich mal hier mit meinen Kisten in Ruhe. So, nochmal 2. geworden. Müssten wir nur irgendwie halten können hier. Och, nee. Ja, nochmal ein Turbo-Boost und nochmal springen. Springen, springen. Nein, Cortex gewinnt das. So verdammt knapp auch noch, ne? Oh, mein Finger tut weh. Alter Verwalter, warte mal kurz. So.
So ein knapper Scheiß aber auch wieder. Wenn man nicht immer so knapp verlieren würde, ne? Da würde mein Sack auch nicht platzen. Er wäre dann halb so wild. So, nochmal, komm. Zack, in die Tube drücken. So, jetzt aber, gib mal Gas hier. Ordentlich drauf auf diese Suppe. Ach, das ärgert mich jetzt wieder. So knapp. Ich meine, zu verlieren ist eine Sache, aber knapp zu verlieren ist immer ärgerlich wie Sau. Ja. Müssen wir es halt nochmal probieren. Vor allem hatte ich gerade so schön viele Akkumasken bekommen und trotzdem habe ich es nicht geschafft. Ich glaube, die Sprünge müsste ich hier ein bisschen besser timen auf der Strecke. Dann würde ich bessere Geschwindigkeitsboosts bekommen. Und dann könnte ich hier mehr Geschwindigkeit rausholen und, glaube ich, eher gewinnen, als ich es gerade so mache. Weil irgendwas muss ich falsch machen, sonst würde ich nicht so leicht auf der Strecke immer eingeholt werden von den ganzen Gegnern. Wo bin ich? Och, ich bin in irgendeine, in so eine blöde grüne Flasche gefahren und habe es überhaupt nicht bemerkt, weil die total versteckt war. Das finde ich ja fies. Richtige Saftsäue sind das. Ja, da pressen wir mal den Saft aus der Sau, ne? Ja, geil. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier gucken, dass wir hier mal ein paar Buchstaben kriegen. Hab noch gar keinen. So, zack. Moin, alles klar. Ja, lecker, schmeckt. Oh, dieser Polarbär. Dieser Polarbär. Ich hasse dich, du blöder, behinderter Polarbär. Wenn ich dich noch... Ich hasse dich. Wenn du mir noch einmal in die Quere kommst. Dein Kopf ist so schnell ab. Ich häng ihn in meinem Zimmer auf. Ganz, ganz oben an die Wand. Und ich fress den ganzen Rest deines Körpers. Ich verkauf den irgendwo für ganz wenig Geld an irgendeinen Fleischhändler. Und ich werde dafür sorgen, dass sich eine ganze Familie von deinen Gedärmen ernährt. Und werden das alles alleine auffressen und dich ganz langsam und qualvoll bei lebendigem Leibe verspeisen und braten. Boah, dieses Mistvieh. Ja, Tag. Das Gute ist, der blöde Polarbär ist nur noch Vierter. Ist nämlich eben von irgendeiner Rakete oder so getroffen werden. Leider nicht von meiner Rakete. Das wäre nämlich noch ein bisschen netter gewesen. Da hätte ich mich nämlich an einem Drecksschwein rächen können. Aber das kriegt er alles noch zurück. Das kriegt er alles noch zurück, glaub mir das. Der braucht nicht denken, dass er jetzt fein raus ist, nur weil er hinter mir ist. Da ist er wieder. Du, oh, ich hab daneben geschossen. Dieses blöde Vieh. Wagt es auch noch, mich einzuholen, ne? Und meine Schwester abzuschießen. Was für eine Sau. So, jetzt können wir hier erstmal ein bisschen aufholen mit der Maske. Und ich hoffe, ich kann ihn rausballern. Komm. Na, ich komme irgendwie nicht an ihn ran. Jetzt langsam. Jawohl, wegfliegt er, dieses Schwein. Hat er verdient. Ist er nur noch Vierter. Das hat er verdient. Das hat er aber sowas von verdient. Das könnt ihr mir mal glauben. So, jetzt müssen wir hierbei immer noch gewinnen. Wir haben wieder alle Buchstaben und alles. Sind auch Zweiter, was eine ganz komfortable Position ist. Aber nicht so komfortabel wie der erste Platz. Weil nur der reicht. Wir müssen unbedingt Erster werden. Alles andere ist leider, leider nicht ausreichend. So sehr ich mir das auch wünschen würde. Noch eine Runde Zeit. Und ich bin dem Engine so nah, dass ich ihn eingeholt habe. Nur leider ist das hier alles so knapp, dass er mich schon wieder einholt. Und jetzt hat mich auch noch Cortex wieder eingeholt. Och, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Vor allem tut meine Finger weh. Es ist irgendwie... Ja, ich spiele mit PlayStation-Controller. Ich glaube, der ist schon langsam zu klein für meine Hände oder so. Weiß ich nicht. Das tut weh, hier mit zu spielen. Vor allem bei Rennspielen. Gerade da. Ja. Also bei Gags oder so, ist das, da tut mir gar nichts weh. Aber hier bei Crash, das ist Aua. Ich muss ja die ganze Zeit mit X hier Gas geben und dann immer auf Viereck drücken und volle Kerne, volles Rohr, so doll ich kann. Dass schon fast meine Adern platzen, die Pulsadern fliegen schon fast in die Luft. Bis das Zwiebeltier verblutet wie eine Sau, die am Boden liegt. Aber irgendwie klappt das hier nicht ganz so gut. So, komm. Jawohl. Und jetzt nochmal auf dich drauf, du blöder Tiger. Jawohl. Haben natürlich noch lange nichts gewonnen, auch wenn das jetzt schon mal wieder besser aussieht mit dem ersten Platz hier. Dr. Neocortex versucht hier gerade wieder mich einzuholen. Das möchte ich natürlich verhindern. Habe ich aber nicht verhindert, er ist vor mir. Die Sau ist vor mir, aber ich habe hier noch eine Rakete, die ich auf ihn schleudern kann. Wenn er mir hier irgendwie zu nahe kommen sollte. Oh ja, mein Shoppy, 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 Floppy. Und das haben wir gewonnen. Hahaha. Ja, erster Platz. Gelber CTR-Chip erhalten. So muss das sein, beim zweiten Versuch. Das ist noch in Ordnung. Solange ich hier nicht 5, 6, 7 Versuche brauche, wird wohl keinem von euch das rechte Nasenloch flöten gehen, nicht wahr? Richtig. So, ah, meine Hände tun aber echt weh. Mal eben kurz hier knack, knack machen. So, und mal trinken. Der Controller ist ja teuflisch hier. Der ist ja ein richtiger Fletcher, ne?
jetzt doch hier lang als nächstes, oder? Ne, hier sind wir hier. Nee, falsch. Hier sind wir hergekommen. Es geht als nächstes. Da waren wir gerade, ne? Ja. Als nächstes geht es hier lang. So, dann kommt als nächstes. Ach nö, die lila, ne? Die sind ja immer so schwer. Haha. Lila CTR-Chip auf der Steinstraße. Ja, viel Spaß, könnt ihr mir wünschen. Das ist da, wo. Die lila CTR-Chips, wisst ihr ja. Das sind die, wo man immer die Kristalle sammeln muss und keine Rennen fährt. Die ersten beiden von diesen lilanen CTR-Herausforderungen habe ich ja sogar noch ganz gut gemeistert. Also relativ, ne? Relativ. Muss man dazu sagen. Wow. Ich glaube, die. Ach, hier kann ich kann mich sogar noch sehr gut an die erinnern. An die hier kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich glaube, die wird schon wesentlich schwerer als die, die wir bisher so gemacht haben. Aber hier kann ich mich noch wirklich sehr, sehr gut dran erinnern, muss ich jetzt mal sagen. Das ist eine der wenigen Sachen, die mir noch gut in Erinnerung von damals, von Crash früher geblieben ist. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt hier den richtigen Weg fahre. Den Weg, mit dem man am besten hier durchkommt. Aber es sieht bis jetzt schon mal noch ganz gut aus. So, ich glaube, hier unten war immer... Ja, genau. Bin jetzt leider in der Nitro-Kiste gefahren. Aber ja, da war ein Kristall, den ich auch gut geholt habe. Also, naja, gut geholt jetzt nicht wirklich. Ich bin in der Nitro-Kiste gefahren, aber... Geholt im Sinne von, ich habe ihn, ich besitze ihn, ich freue mich darüber. So, das war gemeint mit gut geholt. Haha, moin, was ist los? Habt ihr Hunger? So, noch 4 Stück, das könnte ich ja sogar noch schaffen, ausnahmsweise mal. Beim ersten Versuch wäre das, das wäre so genial, meine Freunde, das wäre so genial. Und es sieht, oh nein, alles danach aus. Ja, genial. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich beim ersten Versuch schaffe. Lilaner CTR-Chip gehört mir. Das freut mich jetzt mal wirklich. Beim ersten Versuch geschafft. Das schaffe ich sonst nie beim ersten Versuch. Sowas, so lilaner CTR-Chips. Wunderbar. Dann können wir noch das nächste Rennen machen. Da haben wir ja noch die Zeit dafür, das nächste Rennen zu starten. Ist das schon das letzte? Ja, das ist schon das letzte Rennen auf der Schneeebene. Wenn ich es jetzt beim ersten Versuch schaffen sollte, was ich nicht glaube, wäre natürlich sehr genial, hätten wir schon das Schneelevel fertig, komplett. Der Polarpass wäre das. Muss ich mich wohl mal anstrengen. Wenn ich es jetzt beim ersten Versuch schaffen sollte, dann hätten wir komplett die Schneelevel alle geschafft. Dann wären wir schon im letzten Bereich. Das geht ja echt schneller, als ich dachte hier mit dem Let's Play. So. Da kommen natürlich als letztes noch die Time Trials. Und die Time Trials sind natürlich das Schwerste. Da kriege ich dann ordentlich... Kloppe auf den Sack, das wird echt schwierig werden. Aber noch sind wir ja nicht so weit, ne? Noch können wir uns hier mit den CTR-Chips vergnügen, was auch schon nicht einfach ist. Aber die Time-Trials sind nochmal eine Nummer fieser. So, ich habe keinen Plan, wo die Buschdamen sind. Da ist aber das C. Das war überhaupt nicht schwer zu holen. Sehr schön. Das haben wir doch schon mal sehr easy peasy geholt. Das war überhaupt kein Problem. So, schauen wir, wo die anderen Buschdamen sind. Da hinten sehe ich einen. Das ist das R. Und... Da ist das... Das R war aber fies platziert. Es war zwar leicht zu holen, aber wenn man da nicht komplett perfekt lenkt, fliegt man einfach mal ins Wasser rein. Naja, jetzt habe ich eine Menge Zeit verschwendet, dadurch, dass ich dank dem schönen R im Wasser gelandet bin. Wir wollen ja auch mit unserem Auto ein bisschen baden gehen, ne? Aber es scheint alles noch machbar zu sein. Ich bin Sechster und die anderen sind jetzt nicht so weit von mir entfernt, dass ich mir Sorgen machen müsste. Also solange der letzte Buchstabe jetzt nicht so super schwer zu holen ist, könnte ich das auf jeden Fall noch schaffen, denke ich mal, oder? Ja, sollte auf jeden Fall noch drin sein. Wird zwar wahrscheinlich wieder eng werden, ihr kennt das ja, das ist das T. Geschafft! T geholt, müssen wir nur noch gewinnen. Wie gesagt, wird wahrscheinlich eng werden, ihr kennt die ganze Sache ja, mit vor allem ich als alter Crash-Versager hier. Könnte es knapp werden, aber wir versuchen natürlich unser Bestes. Und es scheint sogar machbar zu sein. Wir sind schon wieder Dritter. Und das scheint zu gehen. Ja, jetzt haben wir die Maske sogar noch und können hier richtig abgehen. Ja, scheint wirklich machbar zu sein. Bin schon wieder Zweiter. Sehr schön. So, Tiny Tiger müssten wir auch noch überholen können. Oh, oh, dank der Maske habe ich den Sprung verkackt. Blöde Maske. Sind wir wieder Vorletzter. Oh, ich war gerade sogar Erster so gut wie. Das regt mich jetzt auf. Ihr wisst ja, wenn man die Maske hat, die Akku-Akku-Maske, springt man ein bisschen höher. Ja. Dadurch, dass ich gerade ein bisschen höher gesprungen bin, habe ich mich leider verschätzt und bin dann im Wasser gelandet. Und nicht auf der Plattform, wo ich eigentlich drauf wollte. Das ärgert mich jetzt. Oh, jetzt noch in der Robbe rein. Jetzt verliere ich bestimmt. Ärgert mich jetzt wirklich, weil ich hatte es schon
so gut wie den Sieg in der Tasche gehabt mit dieser schönen Maske. Und dann versage ich noch und falle ins Wasser. Wobei ich natürlich jetzt wieder sagen muss, haha, ich bin wieder Zweiter, okay, Dritter. Ist also noch alles drin. Aber natürlich habe ich mir jetzt den Sieg so ein bisschen versaut, dadurch, dass ich da ins Wasser gefallen bin. Das hätte alles viel leichter sein können, wenn ich nicht ins Wasser geplumpst wäre. Aber ich bin ins Wasser geplumpst. Also hör mal auf, rumzuheulen, du Zwiebeltier. Streng dich mal lieber an und gewinn das Rennen. Okay, moin, mach ich. So. Da ist der Tiny Plotschi. Den lassen wir mal davon fahren. Und da haben wir nochmal eine Maske. Und ich bin gleich wieder an der Wasserstelle. Und ich hoffe inständig, dass ich jetzt nicht wieder versage wegen der Maske. Haha, das wäre jetzt natürlich totaler Abfuck, ne? Versuchen wir es mal. Ne, diesmal habe ich es aber... Ich habe extra nicht so hoch auf Springen gedrückt, damit ich, damit es nicht wieder sowas passiert wie eben. Diesmal habe ich es hinbekommen. Habe einfach mal gar nicht auf Springen gedrückt, sondern mich einfach nur über die Plattform fahren lassen. Dann ist man nicht so hoch gesprungen. Dann schafft man es auch mit Akku-Akku-Maske. Tada! Sehr gut ist das. Jetzt müssen wir hier noch... Nein! Diese Robben! Ja, und ich rede hier nicht von irgendwelchen Fußballspielern. Diese Robben sind so nervig. So, jetzt muss ich hier natürlich nochmal ordentlich aufs Gas drücken. Nein, das schaffe ich nicht mehr, oder? Oh, wäre diese Robbe nicht gewesen, ich hätte das locker gewonnen. Seht ihr das? So weit vorne ist er nicht. Ich hätte das... Ja, jetzt war's das. Das Rennen ist vorbei. Och, das gibt's nicht. Wegen einer blöden Robbe noch verloren. Ihr dürft mich jetzt alle mal trösten, bitte. Und mit mir weinen gemeinsam. Nein, ich hätte das doch noch so locker gewinnen können. Was soll denn der Scheiß? Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Crash Team Racing. Dann probieren wir das hier nochmal. Und dann müssen wir mit der Schneewelt fertig werden. Und dann geht es schon ab in die letzte Ebene. Da war auch Burg Cortex und so ist. Und dann gibt es ordentlich Ärger. Das wird schwierig, das wird sehr schwer. Bis dann, Chefs. Moin, wir sehen uns. Und ja, ne, das war leider, leider ein ganz knapper... Verlust unseres Senfes. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Das hätte ich gewinnen müssen. Bis dann, tschüss und moin.